Hier zeige ich all meine Ausrüstung, die ich dabei habe, wenn ich mit meinen Katzen unterwegs bin. Zum Beispiel für Tierarztbesuche, Urlaubsreisen, Umzüge oder Gassi und Wandern. Erstens, Fahrrad mit Fahrradkorb. Ich kann sehr empfehlen, Katzen mit Fahrrad statt mit Auto zu transportieren. Katzen sind dabei viel ruhiger und entspannter. Auch braucht es in der Regel nicht viel Training, eine Katze daran zu gewöhnen. Ich transportiere meine Katzen immer so zum Tierarzt und auch zu all unseren Gassi- und Wanderorten. Umzüge und Urlaubsreisen haben wir bisher immer nur mit Auto gemacht, weil es einfach viel zu weit weg war. Den Fahrradkorb, den ich seit 7 Jahren benutze, ist von der Firma Aumüller. Ich habe einige Änderungen bei der Halterung gemacht, um das Ganze stabiler zu machen, weil der Korb sich mir zu sehr nach vorne gebeugt hat. Ich habe unter die Halterung, die man mitgeliefert bekommt, eine zweite Halterung direkt darunter gesteckt, also die Stäbe vom Korb auch dadurch gemacht. Auch habe ich die Silikonteile, die jeweils zweimal bei jeder Halterung dran sind, entfernt und dies mit einem alten Stück Teppich ersetzt und mit Klebeband umwickelt, damit es hält. Durch die Silikonteile dreht sich der Fahrradkorb ansonsten nach einer Weile oft nach links und rechts. Mit dem Teppichstück hält es das Ganze sicher an einem Platz. Zusätzlich habe ich eine alte Regenjacke als Sonnenschutz und Sichtschutz angebracht. Da habe ich einfach Löcher in die Jacke geschnitten und diese mit Bändern am Gitter befestigt. Auch habe ich an den Seiten ein durchsichtiges Katzennetz angebracht, weil die Gitterstäbe dort zu weit auseinander stehen und meine Katzen da durchkriechen konnten. Auch hier habe ich das Ganze einfach mit Bändern am Gitter rangebunden. Wenn es regnet, schneit oder kalt ist, mache ich noch die Regenhaube drauf. Die kann man extra für diesen Korb kaufen, jedoch ist er im Original komplett geschlossen und man stülpt ihn einfach drüber. Ich wollte jedoch ein kleines Fenster in der Regenhaube haben und habe somit das reingeschnitten. Zur Befestigung habe ich Löcher in die Regenhaube gemacht und dies mit Bändern am Gitter rangebunden. Wie man eine Katze ans Fahrradfahren gewöhnt, zeige ich in einer Anleitung im angepinnten Kommentar. Zweitens, große Transporttasche. Wenn ich meine Katzen mit dem Fahrrad zum Tierarzt transportiert habe, packe ich sie von dem Fahrradkorb in die Transporttasche um. Das mache ich, weil die Transporttasche mehr Platz hat und fürs Tragen einfach viel praktischer ist. Die Tasche ist faltbar und in nur wenigen Sekunden aufgebaut. Aus meiner Erfahrung ist viel Platz in einer Transportbox bzw. Tasche sehr wichtig und macht einen sehr großen Unterschied für Katzen, wenn man beim Tierarzt ist. Katzen bleiben so viel ruhiger und geduldiger. In der Tasche können sie vollkommen aufrecht sitzen, sich komplett ausstrecken und sich auch umdrehen, ohne sich zu quetschen. Auch rutscht die Decke in der Tasche nicht herum, wie es immer in einer Plastiktransportbox so ist. Die Transporttasche würde ich auch fürs Autofahren, das heißt Umzüge und Urlaub, aus den gleichen Gründen benutzen. Wie man eine Katze an eine Transportbox bzw. Tasche gewöhnt, zeige ich in einer Anleitung im angepinnten Kommentar. Drittens, Katzenrucksack. Ich benutze diesen für Gassi bzw. lange Wanderungen, wenn eine Katze schneller müde wird als die andere, als Ruheplatz oder als Regenschutz. Wenn man den Rucksack aufklappt, ist er genug Platz für zwei Katzen. Beim Tragen selbst passt allerdings nur eine Katze gemütlich rein. Wie man eine Katze an den Rucksack gewöhnt, zeige ich in einer Anleitung im angepinnten Kommentar. Viertens, Geschirr und Leinen. Meine Geschirre sind simple Standardgeschirre. Diese benutze ich seit über 10 Jahren und habe damit die besten Erfahrungen gemacht. Breitere Geschirre kann ich nicht empfehlen. Ich habe verschiedene Leinen. Einmal 2 Flexileinen mit 8 Meter Länge, dann 2 Schleppleinen mit 4 Meter Länge und zuletzt 2 Schleppleinen mit 10 Meter Länge. Je nach Gegend und Situation kommen die zum Einsatz. Das alles habe ich immer auf unseren Gassigängen bzw. Wanderungen dabei. Natürlich auch, wenn wir in den Urlaub fahren, weil wir da auch immer gemeinsam rausgehen. Auch nach dem Tierarzt gehen wir oft eine Runde Gassi, damit meine Katzen ihre Anspannung loswerden können. Wie man eine Katze ans Geschirr und an die Leine gewöhnt und vieles mehr, findet man in Anleitungen im angepinnten Kommentar. Fünftens, Futter und Wasser. Das nehme ich öfters bei Gassigängen mit, besonders bei heißem Wetter und bei Wanderungen auf alle Fälle. Das Futter ist immer hochwertiges Nassfutter und ich mische auch immer etwas Wasser noch rein. Da Katzen oft nicht mal trinken, wenn es total heiß ist, auch wenn man es ihnen anbietet. Trockenfutter oder Leckerlistangen sollte man auf keinen Fall nehmen, denn das trocknet die Katze nur noch mehr aus. Das gilt für Gassigänge, Wanderungen, Fahrten mit Auto und so weiter. Also praktisch immer. Sechstens, Wintermäntel und Handtuch.
Die Wintermäntel kommen je nach Wetter im Winter zum Einsatz. Ein Handtuch nehme ich mit, wenn es regnet oder Regen zu erwarten ist. Dann trockne ich meine Katzen vor der Heimreise im Fahrradkorb ab. Wie man Katzen an einen Wintermantel gewöhnt und ans Abtrocknen mit Handtuch, zeige ich in Anleitung im angepinnten Kommentar. 7. Mein regulärer Rucksack. Dort packe ich die Geschirre, Leinen, Futter, Wasser, die Wintermäntel und das Handtuch rein. Auch passt dort mein Katzenrucksack rein, weil dieser faltbar ist. Wenn das Video gefallen hat, kann gerne ein Daumen hoch und ein Kommentar hinterlassen werden. Übrigens habe ich eine neue Playlist, wo alle deutschen Anleitungen nach Themen sortiert sind.